Heute ein Gruß aus der Weihnachtsbäckerei mit wunderbaren Husarenkrapfen gefüllt mit Johannisbeermarmelade. Es ist ein ganz zartes Mürbeteigplätzchen, das auf der Zunge zergeht und unglaublich lecker schmeckt. Das Rezept ist sehr einfach zu backen und ihr benötigt nur sehr wenige Zutaten. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Rezept. So, und hier die Zutatenliste. Es ist alles unten in der Beschreibung nochmal hinterlegt. Und hier die Zutaten nochmal im Einzelnen vorgestellt. Wir fangen an und geben die sehr weiche Butter in eine größere Rührschüssel und dann schlagen wir sie für ca. 2 Minuten auf. Nach 2 Minuten ist dann die Butter aufgeschlagen. Sie sieht jetzt auch etwas heller aus, das ist so gewollt. Jetzt geben wir das Päckchen Vanillezucker dazu und anschließend lassen wir 80 Gramm Zucker einrieseln. Die Masse jetzt weiter für 1 Minute aufschlagen, dann kommen die Eigelbe dort hinein und werden circa auch nochmal für 1 Minute mit aufgeschlagen. So, die Masse ist jetzt fertig gerührt, jetzt kommen noch 250 Gramm Mehl dazu. Das rühren wir dann mit einem Kochlöffel dort hinein und wir rühren jetzt so lange, bis es nicht mehr weitergeht und dann übernehmen wir mit den Händen. Der Teig wird jetzt so lange geknetet, bis am Ende eine glatte Teigkugel entsteht. Danach die Teigkugel entweder in einen Gefrierbeutel oder in Klarsichtfolie packen und für 1 Stunde im Kühlschrank ruhen lassen. Ich forme jetzt 2 bis 3 cm große Bällchen und die lege ich auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech. Und anschließend nehme ich einen Kochlöffelstiel und drücke dort in die Plätzchen eine Vertiefung rein. Ab und zu reißen die Plätzchen ein bisschen am Rand, dann einfach mit dem Finger wieder zusammendrücken. Den Backofen jetzt auf 180 Grad Ober-Unterhitze vorheizen. Und zum Schluss füllen wir jetzt noch die Plätzchen mit der Johannisbeermarmelade. Die Plätzchen werden jetzt für 12 bis 14 Minuten auf der mittleren Schiene gebacken und sie sollten am Ende eine ganz leichte Bräunung haben. Hier kommen sie gerade frisch aus dem Ofen. Ich lasse sie komplett auf dem Backblech jetzt abkühlen. Anschließend bestäube ich sie noch schön mit Puderzucker und dann können sie auch schon serviert werden. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Rezept und noch einen wundervollen Tag.